Guten Morgen Leute und willkommen zum ersten Vlog, der komplett mit dem Rode VideoMic Go 2 aufgenommen ist. Heute soll es aber tatsächlich nicht um das Mikrofon da oben gehen, da ist nämlich auch schon ein Windbuschel drauf, wenn ihr das seht. Sondern heute soll es um ein Mikrofon gehen, was ich von meiner Oma nämlich geschickt bekommen habe. Sondern heute handelt es sich um so ein Wireless-Mikrofon. Ich bin mal, was man ans Handy anschließen kann mit USB-C-Anschluss und dann verbindet sich das Ganze automatisch. Ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Das funktioniert mit iOS und Android, kostet auf Amazon ungefähr 60 Euro. Und ich habe das von meiner Oma geschickt bekommen. Sie sagte mir so, ich als Mediengestalter bin natürlich da der perfekte Ansprechpartner, um das Ganze zu testen. Und ja, deswegen würde ich sagen, mache ich daraus einfach so einen kleinen Technik-Vlog und teste das Ganze mit euch. So, als erstes, sorry Mama, sorry Papa, ich habe mir mal erlaubt, die Bilder da hinten ein bisschen abzuhängen, dass ich nicht ganz so viel Zensierarbeit danach habe. Aber ja, heute geht's wie gesagt um die 2,4 GHz Wireless Lavalier Recording Mikrofon GL61. So schaut die Verpackung nochmal aus. Ich habe das Ganze wie gesagt von meiner Oma geschickt bekommen und ich als Mediengestalter eigne mich natürlich perfekt dafür, sowas zu testen. Und ja, aufgehen tut's im Endeffekt. Man drückt hier oder hier einmal rein, es ist vollkommen wurscht. Vorführeffekt. So, dann geht's auf. Leere Packung, braucht man nicht. Dann haben wir hier erstmal das hier. Schwarzes Fell mit 1, 2, 3 Teilen da drinnen. So, wir tun mal das erste Teil raus und nicht alles auf einmal. Ach, so, neuer Versuch. Wir haben hier als erstes einmal das Mikrofon an sich drin, was wirklich verdammt klein ist. Also wenn ich das mal jetzt vergleiche, das ist so groß wie mein Finger ungefähr. Da ist das Mikrofon da oben drin und man kann sich das Ganze mit dem hier so einhaken. Das finde ich ganz praktisch. Dann haben wir dieses Teil, was zum Verbinden ist, also das schließt man halt ans Handy an und dann verbindet sich das automatisch, hat aber einen USB-C-Anschluss da unten. Aber Leute, an alle, die iOS benutzen, ich enttäusche euch natürlich nicht, weil natürlich ist auch ein Lightning-Adapter-Anschluss dabei, dass man hier das ganze USB-C und dann hier ins iPhone dran stecken kann. Haben wir natürlich mitgedacht. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, ich würde mal sagen, sonst habe ich mein Handy immer bei mir, jetzt ist gerade nicht der Fall, ich hole mal mein Handy und dann teste ich das mit euch. So Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall mein Handy geholt und ich würde mal sagen, ich zeige euch das mal ganz nah, wie das funktioniert. Und zwar, ich stecke nämlich dieses Teil hier mit USB-C in mein Handy rein, dann geht mein Handy auch schon direkt an und es leuchtet auch schon direkt. Allerdings blinkt es jetzt nur die ganze Zeit, weil ich das Mikrofon nämlich noch nicht angemacht habe. Und jetzt mache ich das Mikrofon hier an der Seite an. Und dann müsste ich das Ganze jetzt in Sekundenschnelle verbunden. Jetzt, wenn es hier blau durchleuchtet, ist automatisch verbunden. Und wenn ich jetzt, Moment, wo ist es, auf mein Diktiergerät gehe, kommt auch schon automatisch die Meldung, externes Mikrofon wird zur Aufnahme verwendet. Und ich würde mal sagen, ich starte mal so zum Testen auf, um zu gucken, wie sich das Mikrofon denn so an. Also wie gesagt, hier leuchtet es blau, hier leuchtet es auch blau. Das heißt, das Mikrofon hat sich verbunden und wurde von eurem Handy schon erkannt. Einen wunderschönen guten Tag Leute und herzlich willkommen zum Unboxing von dem lieben YouTuber Catalessio, der das Wireless Mikrofon, ich habe den Namen vergessen, testet. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze im Nachhinein anhört. Ich habe es schon zweimal getestet, 10 Sekunden habe ich reingeredet, hat der Ton ein bisschen gestottert. Ich denke mal, das wird jetzt hier in der Aufnahme nicht anders sein. Ich würde sagen, der Ton wird hier auch ein bisschen stottern. Und ich muss das Ganze machen, dass ich das Ganze dann nachher auch bewerten kann. Gut, das ist auf jeden Fall schon mal erfolgreich. Jetzt würde ich mal sagen, ich klemme das Ganze jetzt mal hier so rein und laufe mit euch so ein bisschen rum. Das heißt, ich stelle mal die Kamera irgendwo anders hin. So Leute, ich habe jetzt das Mikrofon mir hier wieder angeschnallt und nehme jetzt mal aus der Entfernung auf, um zu gucken, ob man das Ganze auch wirklich als Wireless verwenden könnte. Also Beispiel, wenn ich jetzt die Kamera ein bisschen weiter wegstellen muss, dass ich dann auch immer noch einen ordentlichen Ton habe. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei meinen Testaufnahmen hat der Ton ordentlich gestottert. Ich denke mal, das wird jetzt hier nicht anders sein. Ich laufe jetzt hier einmal mal so ein bisschen quer durch die Bude rum, dass ich das Ganze mal gucken kann, ob irgendwelche Schrittgeräusche oder sowas oder eventuell auch Windgeräusche drauf sind. Deswegen laufe ich jetzt hier mit einem wunderschönen Handy einmal mal ein bisschen durch die Bude, um dann zu bewerten können, wie das Mikrofon sich anhört, ob es wirklich geeignet ist, ob es die 60 Euro auf Amazon auch wirklich wert sind. Und das werden wir jetzt dann gleich gucken. So, ich habe mich auf jeden Fall spontan entschieden, dass ich noch rauskomme und das ganze Mikrofon auch
draußen in der Kälte, wollte ich gerade sagen, dass das ganze Mikrofon einfach nochmal draußen testet bei Wind, weil es ist gerade tatsächlich ein bisschen stürmisch. Und ja, ich glaube, man kann jetzt die Audioaufnahme einfach sowieso komplett wegwerfen, weil jetzt mit dem Wind kann man die Aufnahme, glaube ich, gar nicht mehr finden. Ich habe oben Windpuschel drauf. Da gibt es auch noch ein Video dazu, aber ich glaube, jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum, ein bisschen in der Natur rumlaufen, dass ich einfach mal die Audioqualität dann bewerten kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Hier läuft sie ganz auf meinem Diktiergerät mit. Und wir kommen, glaube ich, jetzt dann mal langsam zur Bewertung. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, dass ich das Ganze jetzt anhand meiner schönen Musikbox bewerten werde. Das ist vielleicht ein bisschen billig, aber da kann man es, glaube ich, auch ganz gut bewerten. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zum Unboxing von dem lieben YouTuber Catalessio, der das Wireless-Mikrofon, ich habe den Namen vergessen, testet. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, man kann am Anfang schon ganz gut raus und dass es auf jeden Fall nicht 100% flüssig läuft, sondern dass es eher schon ein bisschen am Stottern ist. Ich würde mal sagen, ich mache mal eine Aufnahme von draußen. So, ich habe mich auf jeden Fall spontan entschieden, dass ich noch rauskomme und das ganze Mikrofon auch draußen in der Kälte, wollte ich gerade sagen, dass das ganze Mikrofon einfach noch mal draußen testet bei Wind, weil es ist gerade tatsächlich ein bisschen stürmisch. Und ja, ich glaube, man kann jetzt die Audioaufnahme einfach sowieso komplett wegwerfen, weil jetzt mit dem Wind kann man die... Kann es sein, dass die Qualität draußen besser ist als drinnen? Also ich habe jetzt wirklich in der Draußenaufnahme, ich habe jetzt kein einziges Stottern gehört. Windgeräusche, finde ich, sind eigentlich auch vollkommen im grünen Rahmen noch. Ich würde sagen, ich mache jetzt trotzdem mal noch eine andere an. So, ich habe mich jetzt auf jeden Fall spontan dazu entschieden, dass ich noch rausgehe, um das ganze Mikrofon noch mal draußen zu testen, ein bisschen bei Wind, weil entweder haben wir in Deutschland halt Sturm oder Sahara-Staub. Es ist gerade Fall von Sturm, deswegen glaube ich... Gut, also da kam gerade so eine Sturmböe, das heißt, da war es ein bisschen windiger, aber ich finde trotzdem irgendwie, das Mikrofon hat sich trotzdem verdammt gut geschlagen, aber... Ich finde es irgendwie schade, irgendwie mit den Innen. Ich mache mal, glaube ich, die Aufnahme, wo ich hier so innen rumlaufe. Das war die hier. Zack, 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 synchron, synchron. So, Leute, ich habe jetzt das Mikrofon mir hier wieder angeschnallt und nehme jetzt mal aus der Entfernung auf, um zu gucken, ob man das Ganze auch wirklich als Wireless verwenden könnte. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kamera ein bisschen weiter wegstellen muss, dass ich dann auch immer noch einen ordentlichen Ton habe. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei meinen Testaufnahmen hat der Ton ordentlich gestottert. Ich denke mal, das wird jetzt hier nicht anders sein. Ich laufe jetzt hier einfach mal so. Ich muss ganz ehrlich tatsächlich sagen, die einzige Aufnahme, die stottert, war die erste. Aber ich finde, der Rest, der geht vollkommen klar, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen positiv überrascht. Weil, gut, ich glaube, von 10 Sekunden reinspringen haben wir das noch nicht beurteilt. Da muss man auch schon wirklich rausgehen. Aber ich mache wirklich die erste nochmal an. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Und aber da stottert die Aufnahme halt, aber draußen wiederum läuft es irgendwie. So, ich habe mich auf jeden Fall spontan entschieden, dass ich noch rauskomme und das ganze Mikrofon auch draußen in der Kette. Also ganz ehrlich, Leute, ein bisschen positiv überrascht bin ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil in den 3 Mal, wo ich das getestet habe, du konntest den Ton wegwerfen. Der war nicht zu gebrauchen. Das war, wie wenn ich jetzt so rede, dann ist es nervig, wenn das Ganze am Stottern ist. So hat sich das angehört im Endeffekt. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wenn ich das Ganze in dem Vlog teste, dass man das Ganze verwenden kann. Vor allem, dass ich das Mikrofon auch noch bei Wind so gut schlägt, hätte ich nicht gedacht. Aber... Wenn ich jetzt überlegen müsste, von 5 Sternen, wie viel ich gebe, ich glaube, ich würde erstmal nur 3 Sterne geben, weil ich könnte mich halt nicht 100% drauf verlassen. Ich wüsste nicht, wenn jetzt die Aufnahme starte, stottert die, so wie die erste Audioaufnahme, oder läuft die jetzt flüssig und schlägt sich bei Wind gut, so wie die ganzen letzten jetzt. Deswegen, ich kann es in diesem Vlog noch nicht sagen, ob ich euch das weiterempfehlen würde, sondern ich glaube, wenn ich die Zeit dazu habe, mache ich einen kompletten Vlog, wo ich den Ton nur mit diesem Mikrofon aufnehme und ich glaube, dann kann ich es bewerten, ob ich es euch weiterempfehlen kann oder nicht oder ob ihr die 60 Euro, die ihr dafür ausgeben müsst, ob ihr die lieber sinnvoller verwendet. Aber von meiner Seite war es das jetzt, das war wie gesagt nur so ein, also ich habe es nicht gesagt, aber es sollte jetzt nur so ein kurzer Test sein. Da ist eine Katze, was geht ab? Was geht ab? das soll, wie gesagt, jetzt nur so ein kurzer Test gewesen sein, was so ein 60 Euro Wireless Mikrofon taugt.
Und ja, wie gesagt, ein bisschen positiv überrascht bin ich schon, dass sie jetzt doch so gut gelaufen ist. Und ja, von meiner Seite soll es jetzt gewesen sein. Es wird nochmal einen Test geben, wo ich einen kompletten Vlog mit dem Ding aufnehme. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Okay Leute, ich habe jetzt hier nochmal eine der ersten Aufnahmen gefunden, die ich mit dem Teil gemacht habe, wo ich das Ganze, wo sich das Ganze bestätigt mit dem Stottern. Ich spiele sie einfach mal ab. Hallo, Test, Test, Test. Das ist ein Mikrofontest von diesem externen wireless Mikrofon. Ich bin mal gespannt, wie sich die Qualität von dem anhört. Und sowas kannst du ganz einfach nicht verwenden für ein Video. Und bei den anderen läuft es, deswegen ich teste es einfach in dem ganzen Video.